10 Runden noch bis zur Universität von Oxford, unserem ersten Wunder. Hoffentlich schnappt uns die keiner weg, aber da sind wir jetzt so früh dran gewesen. Das gibt's nicht. Das kann nicht sein, dass da jemand schneller wäre. China hat gerade die bösen Taten des Kongos denunziert. Ja, Kongo ist wirklich ganz böse. Wir schauen nochmal. Punktemäßig. Mittlerweile sind wir schon auf dem 5. Platz. Wie toll! Na gut, ich hoffe, das wird sich alles schön ändern, sobald wir dann hier wirklich alle fehlenden Technologien aufarbeiten. Eine Runde, zwei, zwei Runden, zwei Runden, zwei Runden. Das geht dann so schnell. Das muss so gehen. So, du kannst hier drüben bauen. Schön, dass er wieder abzieht. So, statt starten sind wir da immer noch Seoul nicht mehr führend, aber in Stockholm sind wir immer noch führend bei Seoul. Wie sieht es denn da aus? 7-7 immer noch. Das heißt, wir müssten da mindestens zwei rüberschicken. Zwei Gesandte. Hier oben sind wir fertig. Kanalisation. Nö. Monument auch nicht. Handelszentrum Campus, ja. Oder eine Werkstatt. Wir gehen auf die Werkstatt. Wie viele Runden haben wir jetzt überhaupt schon? 182 von 500. Was macht er denn? Sind die eigentlich im Krieg jetzt momentan? Sehe ich das irgendwo? Sehe ich, dass er... Ah, Moment. Ah, doch, er ist mit Griechenland im Krieg. Er ist mit Griechenland. Sind wir da nicht auch automatisch im Krieg? Wir sind ja Best Buddies. Das heißt, er kann die doch jetzt eigentlich angreifen hier. Ich bin gespannt, ob er das macht. Das wäre ja super, wenn er ihm den Siedler wegschießt. Ihr. Wenn er ihr den Siedler wegschießt. Ah, was macht er denn? Jetzt greift er den an. Hol dir doch den Siedler, Mensch. Oh, sehr schlecht. Er hat sich ja nur hier herstellen müssen, hätte er blockieren können. Hm. Und die können jetzt fliehen. Sehr schade. Er verzieht sich aufs Festland. China-Siedler, China-Reiter. Wo wollt ihr denn noch hin? Hier runter vielleicht. Wir haben es so gut auf unserem Festland hier. Das ist echt, also von der Startposition her wirklich wunderbar. Gefällt mir. Wir haben 6 Tourismus in der Stadt. Dann bauen wir hier einen Steinbruch. So, jetzt wieder in die Zange genommen. Und Amerika kommt mit einem Siedler. Und der wird versenkt. Ich weiß nicht, ob ich das freuen soll. Hä? Moment. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Der Siedler war doch hier. Und Amerika hat angegriffen. Ah, der hat sich den wahrscheinlich gekrallt. Griechenland hat sich den gekrallt. Und dann ist er aber nochmal befreit worden von Amerika. Nee, Quatsch. Das ist ja jetzt hier der Griechenland-Siedler. Das heißt, die haben sich jetzt den Siedler gekrallt. Gar nicht mal schlecht. Verhandelter Frieden. Kongo hat mit Griechenland... Nee, mit Gorgo Frieden. Ich dachte, der Nzinga ist ja Kongo.
Ah, die Namen, ne? Die Namen. Er will, dass wir ihm Seide geben. Das können wir. Gemeinsamer Krieg machen wir nicht. Eins und 7 für 30. Hast du irgendwas, was wir brauchen können? Ja, vielleicht Tee. Ich nehme lieber die Kohle. Immer noch. Holla die Waldfee. Da will aber gern einer Seide. Aber sowas von. Was ist denn los? Jetzt muss ich schon eintippen. Sonst klicke ich mich hier wund. Das ist doch ein Bug jetzt, oder? nicht übertreiben. Hä? Ah, 200 Marker nicht mehr. Okay, aber ihm ist das offenbar sehr viel wert, wenn ich das so sehe. 100 Marker. 110 vielleicht auch. Ja, 120. Ja, 130. Ja, 140. Ah, mag er nicht mehr. Okay, 130 und 7 mal 30. Wunderbar. Vorschlag annehmen. Das ist ja, wir schwimmen ja im Geld dann. So, Terrakotta-Armee. 5 Runden noch. Wir hier schon, oh, jetzt haben wir hier schon Steinstraßen. Und unsere Stadt wächst ganz prachtvoll. Bis auf den Bauernhof hier. Bis auf die Weide. Aber ansonsten sieht es schon ganz modern aus. Einheit benötigt Befehle. Unser Händler mal wieder. Plus 1, plus 1. Plus 2 mit Soul, aber auch Katholizismus. Seoul oder Stockholm? Wir haben doch. Ah, wir haben Washington. Ist wahrscheinlich egal. Wir gehen mal auf Stockholm. Ist kürzer. Wo willst du mit deinem Siedler hin? Du kannst doch hier nirgends mehr bauen. Vielleicht zieht er den einfach auch nur zurück wieder. Ist da schon irgendwas jetzt hier im Busch? Nein. Kultur 10 von 60 Touristen. Ah, wir haben immer noch erst 6. Aber gut, ist ja nicht unser Fokus. Was, 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 was? Was war das denn für ein Geräusch? Chichen Itza ist vollendet worden. Da ist einer schon so weit, Mensch. So, sollen wir hier noch irgendwas machen? Wir könnten noch mal einen Handwerker kaufen. Der kann dann hier draußen die Bonusressource abgreifen. Hier vielleicht noch mal was bauen. Wie sieht es hier aus? Hier haben wir auch noch. Oh, hier müssen wir auch noch was machen. Wir brauchen 2 Handwerker. Hier oben können wir auch noch was machen. Könnten wir uns zum Beispiel hier Färbemittel nochmal kaufen. Ah, Färbemittel wäre gut. Hier noch Reis. Oh, hier haben wir Wild. Oder vielleicht sogar hier das Pferd. Ich denke mal, wir gehen eher auf das Pferd. Moment. Wenn wir uns das kaufen hier. Und hauen nochmal einen Handwerker raus. Und schicken den hier runter. Dann hier hoch. Ne, hierher. Hier runter, dann hier raus und dann hier raus. Zwei Runden noch. Daumen drücken, das wäre jetzt. Also wenn er jetzt beendet, wenn jetzt irgendeiner die Universität von Oxford baut, dann mache ich das Spiel aus
und mach Schluss. Nee, mache ich natürlich nicht. Dann müssen wir trotzdem durch, müssen wir das trotzdem durchstehen. Müssen wir uns zwar ärgern, aber wir werden es Man kann nicht überleben. einfach die Leute von der Diebesgilde verhaften. Da hätten wir ja sonst den ganzen Tag zu tun. Reisende Händler plus zwei große Händlerpunkte. Nö. Plus 100% Handelszentrum Bezirksnachbarschaftsbonus. Ich muss mich mal einlesen, was das bedeutet. Und das gleiche für Industriebezirk. Wir sind immer noch ganz glücklich mit unserer bisherigen Politik hier. Hier könnte man eventuell das Plus 1 Produktion rausnehmen. Aber ich wüsste nicht, mit was ich das ersetzen sollte. Nö. Gut, Produktion. Was machen wir hier? Werkstatt. Wie lange braucht denn der Mameluke? 11 Runden. Wir machen erst die Werkstatt. Mameluke kommt dann hier in der Hauptstadt in einer Runde. Es ist bald soweit. Das muss es sein. Zeig mir das Wunder, Baby. Zeig es mir. Oh, eine Botschaft natürlich. Wir haben uns ja alle lieb. Oh, okay, da gibt es noch mal eine größere Statistik. Können wir uns auch mal in Ruhe anschauen. Die Und klugen es ist Gelehrten in passiert. Oxford, die wissen, was man wissen kann. Doch niemand im Kreis nur halb so viel weiß wie der kluge Krötenmann. Oh. Wunderbar, da steht sie, Mensch. Unsere Universität. Bildhübsch, gleich neben dem Campus. Und wir haben wir hier schon. Was ist denn da los? Haben wir schon Strom? Wieso leuchtet denn hier alles? Wir haben vor kurzem fortgeschrittenes Wissen im Bereich der Stadtplanung gewonnen. Der Bau von Bezirken. Chemiker stottern meistens nicht. Es wäre auch mehr als schlimm für Sie, denn wie sollten Sie je Wörter wie Methylethylamylophenyl aussprechen? Okay, Forschungslabor können wir bauen, Panzerabwehrmannschaft. Normale Leute glauben, dass man Dinge nur reparieren muss, wenn sie kaputt sind. Ingenieure glauben, dass wenn etwas nicht kaputt ist, es noch nicht genug Funktionen Haben hat. wir jetzt zwei Forschungen auf einmal abgeschlossen? Aquädukt und Katapult. Was man Was ist denn jetzt auszeichnet, los? verpacken und in Masse produzieren kann, ist weder Wahr noch Kunst. Schiffswerft Arsenal von Venedig. Drei Forschungen hintereinander. Und wir haben jetzt offenbar schon Strom. Also jedenfalls den Häusern nachzuurteilen. Wie weit sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt mittlerweile in der Moderne angekommen. Ah, okay. Wunderbar. Gut. Und jetzt machen wir das so, wie besprochen. Wir werden uns hier hinten durcharbeiten und alles aufholen, was wir so verpasst haben. Wir bauen jetzt Mamelucken, wenn das einigermaßen Panzerabwehrmannschaft 16 Runden. Nahkampfstärke 70, Fortbewegung 2. Der Mameluck hat 48, Fortbewegung 4 aber. Wir bauen noch zwei Mamelucken oder wir kaufen uns die. 720 ist sehr teuer. Ne, wir bauen die. Wir bauen noch einen, damit wir ein bisschen Abwehr haben. Ein Mameluke für 7 Runden. Hat sich jetzt hier oben was getan? Wir sind wieder auf dem vierten Platz. Okay, aber das wird sich jetzt gleich ändern. Ich bin mir sicher. Stadt-Stadt-Quest abgeschlossen. Ihr habt eine Quest für Stadt-Stadt Sansibar. Echt? Für Sansibar haben wir abgeschlossen. Wir haben einen Gesandten bekommen. Wunderbar. Technikbonus. Eureka. Straßen haben sich verbessert. Und Frieden, das sind jetzt keine Steinstraßen mehr, sondern Teerstraßen. Okay, also wir können einen Gesandten schicken, dachte ich.
Ist das wieder eine alte Meldung? Das kann natürlich auch sein. Oder gibt es den erst in der nächsten Runde? Da müssen wir mal schauen. Wir müssen natürlich unsere Einheiten auch upgraden. Hier drüben wird gebaut. Ach so, da wird auf uns gewartet. Einmal Weide, dann gehen wir hier rüber. Amerika hat einen Gesandten nach Stockholm. Nein! Geschickt. Wir sollen unsere Pferde hergeben. Natürlich nicht. Wir brauchen die zwei, damit wir upgraden können. Ne, weil außerdem handeln wir mit dir nicht. Ja, brauchst du gar nicht zu schauen. Moment. Stockholm. Stockholm, waren wir hier führend? Jetzt hört doch mal auf. Alle wollen handeln. Ablehnen, mit dir handle ich auch nicht. Ne? Zuerst mich anpissen und dann wieder angekrochen kommen. Also, beeinflusst durch 5 Zivilisationen. 5, 5, 5, das heißt, wenn wir hier nach Stockholm gehen, dann sind wir führend. Wenn wir nach Seoul gehen, ich sind wir zwei hinten dran. Ah, müssen wir doch Schütze. Die sind von Natur aus skeptisch. Nach Stockholm gehen. Müssen wir doch nach Stockholm. So, jetzt haben wir unseren Bonus wieder. So, Forschung abgeschlossen. Was bekommen wir? Schrein, Stonehenge und heilige Stätte. Nichts, was wir brauchen können. Das nächste ist astronomische Navigation. Wie sieht es mit den Wissenschaftlern aus? Da sind wir vorne dran. Das muss auch in der... Oh, das ist immer noch der alte. Ah, da kommt jetzt Amerika. Ich hoffe, der nutzt den dann auch. Damit wir endlich weiterkommen. Was machen denn hier die Barbaren in unserer fortschrittlichen Metropole? Ich glaube, die schalte ich beim nächsten Mal wirklich aus. Die verzögern immer alles nur. Nichts will ich als ein schlankes Schiff und den weisenden Stern in der Höhe. Ein Leuchtturm, großer Leuchtturm, Hafen und ermöglicht Händlern das Wassern und ermöglicht das Züchten von Fischen. So, wir können hier erstmal rüberschießen. Jawohl. Schön mit der Artillerie. Das hat ja gar nichts gemacht. Was haben wir denn für eine Artillerie? Bogenschütze? Auch nicht. Sind die schon so fortgeschritten? Karavelle? Eieieiei. Wir müssen unbedingt unsere Leute upgraden. Wir haben doch hier irgendwo einen Speerträger. Quatsch, einen Ritter. Schwertkämpfer. Ich dachte, wir könnten hier irgendeinen upgraden, aber offenbar nicht. Wir gehen mal weiter im Technologiebaum. Machen wir mal das hier. So, hier fehlt uns die Forschung. Stadtmauern. Der ist auch angekommen, das heißt, wir bauen hier die Fischerboote. Und dann haben wir noch einmal eine Runde. Und das heißt, ich schicke mal hier hoch. So, was macht der Baba? Der parkt hier so schön und blockiert quasi unsere Ressource. Aber die haben wir noch nicht erschlossen. Daher ganz okay. Ich dachte schon, jetzt kommt ein zweiter. Aber vielleicht kümmert sich die Galeere darum. Was war denn das für eine Musik? Ein feindlicher Spion ist getötet worden. In der Stadt Kairo wurde ein Spion kongolesischen Reichs während der Mission Mittelabschöpfen getötet. Was? Bei uns wird spioniert. Skandal.
Ich stelle mir die ganze Welt als eine große Maschine vor. Armbrustschützen. Maschinen werden nie mit Ersatzteilen geliefert. Sie kommen. Das heißt, jetzt können wir hier upgraden. 190 Gold kostet das. Wow. Gleiches hier drüben. Angreifen können wir jetzt leider nicht mehr. Oh Mann. Was machen wir als nächstes? Habe ich nicht zwei gewählt? Ich dachte, wir hätten da zwei gewählt. Na gut. Technikbonus. Modernisierung geplündert. Oh, wir haben hier offenbar doch schon was gebaut. Der Hund. Der Hund hat hier geplündert. Was ist eigentlich mit dir hier, Spanien? Kümmere dich mal um den. Da kommt Amerika, unser Rettermensch in Sachen Gewalt. Technologie Metallguss. Ah, jetzt sind wir schon Dritter. Vorhin waren wir noch Vierter, oder? Kann sein, dass wir vorhin auch schon Dritter waren. Spanien verpisst sich wieder, das ist so klar. Und er zieht auch los. Jetzt müssen wir hier natürlich... Ist die Frage, ob wir das jetzt hier reparieren können. Wir brauchen wahrscheinlich einen Handwerker. Wir brauchen wahrscheinlich einen Handwerker. Oh, Forschungslabor. ...354, den können wir uns noch leisten. 400 kostet der schon. Das hat sich ja gelohnt. Und Amerika düst wieder ab. Mensch, anstatt dass hier hinterhergefahren wird. Und die haben sich Charles Darwin geholt. Sehr schön, sehr schön. Das heißt, der nächste Wissenschaftler ist da. James Young löst Heureka für zwei zufällige Technologien aus. Da sind wir ja doppelt drüber. Schaffe mit dem Herzen, baue mit dem Geist. Terrakotta-Armee, Belagerungsturm, okay. Öl, erschließt Öl ohne die üblichen Technologievoraussetzungen. Da sind wir doppelt so weit drüber, wunderbar. Wir holen uns den. Muss auf einen Campus. Und ausführen. Wirtschaftswesen. Industrialisierung. Wunderbar. Und was ist der nächste? Beim nächsten sind wir auch gleich so weit in der nächsten Runde. Löst Heureka für Chemie aus und gewährt eine zufällige Technologie des Industriezeitalters. Die Frage ist, haben wir im Industriezeitalter? Ja, da gibt es doch einiges, was wir brauchen können. Wunderbar. Allianz ist abgelaufen. Oh, dann werden wir die schnell mal erneuern. Ach, ich wollte ja schauen, Mensch, wegen der Kohle wieder. Ah, die sind ja immer ganz erpicht darauf, dass wir hier ihr Geld nehmen. Allianz. Und, machen wir mal irgendwie 100? Nee, mag er nicht. 50? Auch nicht. 20? Ja, 20 mag er. 30 nimmer. 25. Okay. Gut. Dann haben wir wieder unsere Verbündeten und sind einigermaßen geschützt. Mameluke noch zwei Runden. Ist das schön hier. China hat seine Freundschaft mit Amerika verkündet. Jawohl. Wir sind alle Best Buddies auf unserer kleinen Insel hier. Wir sind alles Best Buddies gegen die anderen hier drüben.
Können wir noch irgendwas hier bauen? Pferde, die strategische Ressource ist ja auch schon... Oh, hier wird gekämpft. China gegen Barbaren. Können wir da irgendwas hier... Und die nächste Persönlichkeit, wunderbar, rekrutieren. Und dann sind wir nämlich wieder jetzt bei 0, oder? Fast bei 0, bei 20 Punkten. Und was macht die nächste? Löst Eureka für eine zufällige Technologie der Moderne oder des Atomzeitalters aus. Wendet 20 kostenlose Persönlichkeitspunkte für die Rekrutierung aller aktuellen und zukünftigen großen Persönlichkeiten an. Aha. So, wo ist er denn? Hier ist er. Dampfmaschine. Ja. Hier drüben. Heilige Stätte braucht kein Mensch. Forschungslabor brauchen wir. 45 Runden. Hui. Wieso dauert denn das so lange? 45 Runden ist zu lange. Das ist viel zu lange. Da bauen wir lieber einen Hafen. Gold durch jedes zweite Bezirksgeländefeld. Gold durch angrenzende Küstenressourcen. Geländefelder. Sind das das hier? Bonusressource? Nee. Tundra. Stadtzentrum. Ja, dann bauen wir das vielleicht hier oben hin. Dann gehen uns nämlich die Ressourcen nicht flöten. Müssen wir erst kaufen? Nein? Doch? Ach, nein, habe ich geklickt. Okay. So, es läuft doch. Wir schauen kurz mal wieder hier rein. Sind immer noch auf dem dritten Platz. Wir haben 29 Technologien, 32, 34. Das ist ja locker aufzuholen. In 10 Runden sind wir da so dermaßen vorbeigezogen. Ja, jetzt kommt sie wieder. Das ist etwas komisch hier. Die Meldungen immer, die nicht wirklich was bewirken. Ich weiß nicht, was die dann sollen. Ob die einfach nur zur... Ja, dass man hier ein bisschen in Stimmung kommt, dazu da sein sollen. Oder ob das irgendwie sonst einen Grund hat. Es passiert ja nichts. Es ist ja nicht so wie denunzieren oder so. Na gut. So, Produktion. Forschungslabor, 22 Runden. Da können wir auch einen Hafen bauen. Oh, und wir müssen hier reparieren. Wir brauchen einen Handwerker. Habe ich nicht einen gekauft? Ich dachte... Ah, wir hatten zu wenig Geld. Das heißt, wir kaufen uns einen Handwerker und bauen jetzt lieber entweder einen Hafen. Gibt Wissenschaft? Nee, wir machen das Forschungslabor. Okay. Und kaufen einen Handwerker. Und der Handwerker, der muss hier runter und das reparieren. Dann, Mameluke ist fertig. Aha, mit Pferd. Hier oben wird gebaut. Das war der letzte. Das war der letzte. Es läuft bisher, es läuft. Kultur. Die Naturgeschichte dieses Archipels ist sehr bemerkenswert und scheint eine kleine Welt für sich zu bilden. Galapagos-Inseln, aber ach so, das sehen wir jetzt, weil China das gesehen hat. Okay, der ist immer noch erst bei 13, da geht gar nichts. Da geht gar nichts. Bei Glaube, bei Religionssieg sieht es auch noch ganz gut aus. Wobei, oh, Moment. Der Spanier, der Hund. Bekehrte Städte 22. Da müssen wir jetzt aber aufpassen. Uiuiui, der ist ja schon zur Hälfte durch.
Ich hoffe, das bleibt einigermaßen langsam. Wen können wir angreifen? Ah, ist der Barbar schon wieder da vor Ort? Der kann es einfach nicht lassen. Wir haben nichts dagegen auszurichten. Vielleicht sind die Armbrustschützen jetzt schon etwas besser. Aber so richtig viel Schaden müssen wir wahrscheinlich noch zweimal angreifen. Wir haben leider sonst keinen Armbrustschützen, der ist hier drüben. Campus hier oben. Aquädukt für Wohnraum. Wir machen mal den Campus. Wir haben zwar hier keine Berge. Regenwald haben wir auch nicht. Ist das hier oben Regenwald? Sumpf ist das. Campus oder was anderes, Mensch. Oder Handelszentrum, damit wir uns hochkaufen können. Fluss, Hafen. Fluss hätten wir sogar hier. Kein Hafen, aber wenigstens Fluss. Wir gehen aufs Handelszentrum. Oh, können wir gar nicht hier kaufen. Wieso denn hier nicht? Das will ich nicht wegreißen. Ah, dann bauen wir es hier drüben. Wieso können wir denn hierher nicht bauen? Schwemmland. Sehr seltsam. Na gut, dann bauen wir das hier drüben.